Zu einem sicheren und erfolgreichen Schleppbetrieb gehören erfahrenes Personal und ordentlich gewartetes Gerät. Nachdem der Windenführer die Winde aufgestellt und überprüft hat, kontrolliert er vor dem ersten Schlepp gründlich die Schleppseile. In diesem Beispiel bestehen die Seile aus Kunststoff und sind auch für Doppelsitzer-Schlepp zugelassen. Besonders wichtig ist die Kontrolle der Vorseile. Sie bestehen aus dem Seilfallschirm, der Sollbruchstelle und dem Abstandsseil. Im Mischbetrieb mit Drachenfliegern, bei denen ein Gabelseil verwendet wird, benutzen Gleitschirmflieger nur den längeren Teil des Gabelseils. Beim Überprüfen der Sollbruchstelle ist darauf zu achten, dass die richtige Nennbruchlast verwendet wird und dass der Schäkel mit dem Blechkäfig am Seilfallschirm befestigt ist. Damit bleibt bei einem Bruch der schwerere Blechkäfig am Schleppseil hängen und gefährdet beim Zurückschnellen nicht den Piloten. Mit dem Überprüfen der Einhängeschlaufen ist die Kontrolle der Vorseile abgeschlossen. Da auch Doppelsitzer geschleppt werden sollen, muss eine entsprechend höher belastbare Sollbruchstelle verwendet werden. Achtung! Bei jedem Schlepp auf Einsatz der richtigen Sollbruchstelle achten. Beim Seilrückholen hat es sich bewährt, die Seile mit Abreißschnur am Rückholfahrzeug zu befestigen, um bei einer Störung nicht den Fahrer zu gefährden. Die Seile werden so eingehängt, dass der Zug nicht die Sollbruchstelle belastet und die Seilfallschirme nicht am Boden schleifen. Vorerst unbenutztes Seil wird aus dem Startbereich gezogen, um ein versehentliches Verhängen oder andere Störungen zu verhindern. Vor jedem Schlepp überprüft der Startleiter das Vorseil und das Auslegen des Schleppseils im Startbereich. Er achtet besonders auf unverdrehte Leinen beim Seilfallschirm, auf Funktionsfähigkeit der Sollbruchstelle, auf gesicherte Schraubverbindungen und auf Unversehrtheit der Einhängeschlaufe. Der Pilot hat inzwischen wie gewohnt sein Fluggerät und die Ausrüstung überprüft. Die Schleppklinke, hier eine zweiteilige Gurtbandklinke, wurde vorschriftsmäßig am Gurtzeug befestigt. Die Klinkprobe ist vorgeschrieben und garantiert die sichere Funktion der Schleppvorrichtung. Nach dem erneuten Einhängen des Seils führt der Pilot den Startcheck durch. Er beginnt mit den Beinschlaufen, kontrolliert Brustgurt und Klinkenbefestigung und überprüft die Karabiner der Hauptaufhängung. Beschleuniger und Bremsleinen dürfen nicht verdreht sein und müssen sich frei bewegen lassen. Die letzte Kontrolle gilt dem Helm und der offenen Eintrittskante der Schirmkappe. Austin meldet mich an. Nächster Pilot der Martin, 65 Kilo, mit Gleitschirm Arcus am Werraseil. Winde für Start bitte kommen. Winde hört. Nächster Pilot ist Martin, 65 Kilo, auf Arcus, auf dem Werraseil. Nächster Pilot ist der Martin, 65 Kilo, auf Gleitschirm Arcus am Werraseil. Pilot und Gerät startklar.
Pilot und Gerät startklar. Pilot eingehängt. Pilot eingehängt. Pilot eingehängt. Seil anziehen. Seil anziehen. Seil straff. Seil straff. Seil straff. Fertig. Fertig. Start. Start. Der Pilot steigt mit offenen Bremsen, aber leichtem Zug auf den Steuerleinen im flachen Winkel bis zu einer Sicherheitshöhe von etwa 50 Metern. Erst nach Erreichen dieser Höhe setzt sich der Pilot vollständig ins Gurtzeug, ohne die Bremsen loszulassen. Vor dem Ausklinken gibt er dem Windenführer das Zeichen zum Reduzieren des Seilzugs. Schauen wir uns die Kommandos etwas genauer an. Vor dem Start nennt der Pilot seinen Namen, sein Pilotengewicht, Art und Typ des Fluggeräts und bei Mehrtrommelwinden das Betriebsschleppseil. Hastig, meld mich an. Nächster Pilot, der Martin, 65 Kilo, mit Gleitschirm Arcus am Werraseil. Nächster Pilot ist Martin, 65 Kilo, auf Arcus auf dem Werraseil. Der Windenführer wiederholt zur Sicherheit diese und die nachfolgenden Angaben. Gleitschirm Arcus am Werraseil. Pilot und Gerät startklar. Pilot und Gerät startklar. Der Pilot überprüft nochmals Beinschlaufen und Schleppklinke und meldet: Pilot eingehängt. Pilot eingehängt. Pilot eingehängt. Seil anziehen. Seil anziehen. Der Pilot stemmt sich leicht nach hinten gegen das Schleppseil und meldet: Seil straff. Seil straff. Ab jetzt achten Pilot, Startleiter und Windenführer auf freien Luftraum, freie Schleppstrecke und den Wind. Fertig! Fertig! Der Pilot zieht das Gleitsegel auf, korrigiert wie beim Bergstart durch Unterlaufen und gibt erst nach dem Kontrollblick das Kommando zum Starten. Start! Start! Das Startkommando wird vom Windenführer nicht mehr bestätigt. Der Startleiter beobachtet den Schlepp ununterbrochen bis zum Ausklinken. In einer Gefahrensituation oder bei Startabbruch müsste der Startleiter mehrmals hintereinander Halt, Stopp rufen. Der Windenführer muss dann den Schleppvorgang situationsbedingt abbrechen. Die Phasen des Windenschlepps noch einmal in einer Grafik. Nach dem Abheben steigt der Pilot mit offenen Bremsen und verringertem Seilzug im flachen Sicherheitsstart auf die kritische Höhe von etwa 10 Metern über Grund. Danach beginnt mit etwas stärkerem Seilzug die erste Steigflugphase mit immer noch flachem Winkel bis zur Sicherheitshöhe von etwa 50 Metern. In der zweiten Steigflugphase zieht die Winde den Gleitschirm mit der voreingestellten Zugkraft in einem steileren Winkel bis zu einem Seilwinkel von etwa 70 Grad. Ab jetzt ist kein Steigen mehr zu erreichen und der Pilot gibt dem Windenführer Zeichen zum Ausklinken. Die Ausklinkhöhe ist abhängig von der Schleppstreckenlänge, den Windverhältnissen und der Zugkraft. Beim Start lässt sich der Pilot vom Seilzug beschleunigen und benutzt die gleiche Lauftechnik wie beim Hangstart.
Die Schrittlänge vergrößert sich, die Schrittfrequenz bleibt gleich. Nach dem Abheben bleibt der Pilot laufbereit, falls der Seilzug nachlassen würde. Der Gleitschirm steigt flach über die kritische Flughöhe von 10 Metern und bleibt in dieser Fluglage bis etwa 50 Meter über Grund. Erst nach Erreichen der Sicherheitshöhe setzt sich der Pilot vollständig ins Gurtzeug, ohne die Steuerleinen aus der Hand zu geben. Die Winde zieht jetzt mit der voreingestellten Zugkraft. Dadurch vergrößert sich der Anstellwinkel und die Steigwerte nehmen zu. Sie liegen jetzt bei 4 bis 7 Metern pro Sekunde. Sobald der Gleitschirm kaum noch steigt und fast horizontal auf die Winde zufliegt, gibt der Pilot das Zeichen zum Ausklinken. Er grätscht mehrmals mit den Beinen und wartet, bis der Seilzug nachlässt und der Schirm Normalfluglage erreicht. Zum Ausklinken nimmt der Pilot die Steuerleinen in eine Hand und klinkt aber erst dann aus, wenn kein Zug mehr auf dem Seil ist. In der täglichen Praxis ist es auch möglich, dass der Windenführer von sich aus den Seilzug reduziert und der Pilot ohne vorangegangene Beinzeichen ausklinkt. Nach dem Ausklinken reiht sich der Pilot in die Platzrunde ein und vermeidet Steilkurven in Seilnähe, da sie zu einer Kollision mit dem Seil führen könnten. Durch den Zug am Pilotenkörper verhält sich das Fluggerät beim Steuern wie mit höherer Zuladung. Die Steuerkräfte sind größer und die Steuerimpulse werden etwas später umgesetzt als im Normalflug. Idealerweise reagiert der Pilot schon bei kleinen Störungen rechtzeitig und angemessen, indem er mit Körpersteuerung und Steuerleineneinsatz der Störung entgegenwirkt. Achtung! Nicht mit angebremstem Gleitschirm Richtungskorrekturen während des Schlepps vornehmen. Immer zuerst die äußere Bremse ganz öffnen, bevor die innere Bremse betätigt wird. Anderenfalls besteht Trudelgefahr. Sollte es zum Aufschaukeln oder zu Gierbewegungen kommen, wird der Windenführer durch Reduzieren oder komplettes Wegnehmen des Seilzugs den Piloten bei seinen Korrekturen unterstützen. Außerdem kann der Pilot mit den Beinen dem Windenführer Zeichen geben. Tretbewegungen wie beim Radfahren signalisieren schneller schleppen. Gegrätschte Beine bedeuten langsamer schleppen. Bei Windgeschwindigkeiten unter 15 Stundenkilometern sind für einen geübten Piloten Starts bis maximal 45 Grad Seitenwind beherrschbar. Der Gleitschirm wird dabei, wie beim Hangstart, gegen den Wind ausgelegt und aufgezogen. Der Startlauf erfolgt anfangs gegen den Wind und wird dann mit stabilisiertem Gleitschirm in Seilzugrichtung korrigiert. Im Steigflug wird das windbedingte Abdriften durch luftseitiges Vorhalten kompensiert. In jeder Phase des Schlepps muss mit einem Seilriss gerechnet werden. Daher sollte der Pilot den Steigflug immer so gestalten, dass er auch im Falle eines Seilrisses das Fluggerät sicher unter Kontrolle hat. Bei einem Seilriss in geringer Höhe ist normalerweise der Steigwinkel noch relativ flach. Der Pilot versucht keine Umkehrkurve und gleitet geradeaus weiter Richtung Winde. Das lose Seil wird erst ausgeklinkt, wenn das Fluggerät sicher unter Kontrolle ist. Achtung! Ist ein sicheres Ausklinken nicht möglich, kann auch mit eingehängtem Schleppseil gelandet werden. Fluggerät stabilisieren und gegen den Wind Winde landen. Keine engen Kurven fliegen. Unfallgefahr.
Bei einem Seilriss in größerer Höhe und bei steilerem Winkel muss der Pilot durch zügiges Anbremsen die Kappe am Vorschießen hindern und mit aktivem Flugstil den Gleitschirm stabilisieren. Danach wird sofort das lose Seilende ausgeklinkt, bevor es sich am Boden verhängen kann. Anhand der verbleibenden Flughöhe entscheidet der Pilot über den Landeanflug. Achtung! Schleppseil immer ausklinken. Sichtkontrolle machen. Niemals mit eingehängtem Schleppseil wegfliegen. Es besteht Lebensgefahr beim Verhängen des restlichen Schleppseils an Hindernissen. Ursachen für ein seitliches Ausbrechen des Gleitschirms können Unachtsamkeit des Piloten, Seitenwind oder schräg angebrachte Schleppklinken sein. Beim Lockout dreht das Fluggerät mit eingehängtem Seil immer weiter aus der Seilzugrichtung, bis der Pilot nicht mehr zurücksteuern kann. Der Windenführer wird bereits beim seitlichen Wegdrehen des Gleitschirms den Seilzug deutlich reduzieren, um dem Piloten das Zurücksteuern zu erleichtern. Gelingt dies nicht, muss der Pilot sofort ausklinken. Klingt er nicht, muss der Windenführer kappen. Etwa hier beginnt die erste kritische Phase, bei der der Windenführer den Seilzug deutlich reduzieren muss. Lässt sich das Fluggerät nicht zurücksteuern, sollte der Pilot spätestens jetzt ausklinken. Ein aufmerksamer Windenführer hätte bereits hier die Zugkraft komplett weggenommen und würde bei weiterem Wegdrehen sofort kappen. Achtung! Bei nicht rücksteuerbarem seitlichem Ausbrechen befindet sich das Fluggerät in einem Lockout. Der Pilot muss sofort ausklinken. Im Sackflug fliegt der Schirm mit extrem hohem Anstellwinkel kurz vor dem Strömungsabriss. Der Pilot erkennt die Sackflugneigung eines Schirms bereits beim Aufziehen am verzögerten Hochsteigen der Kappe. Im Schlepp verstärkt sich diese Tendenz und kann zu einer gefährlichen Situation führen, wenn der Start nicht rechtzeitig abgebrochen wird, wie in diesem gestellten Beispiel. Der Schirm kann im Sackflug abheben und der geringste Zug an den Steuerleinen könnte zum Strömungsabriss führen. Der Pilot darf keinesfalls in Bodennähe ausklinken, da er beim Zurückpendeln auf den Boden stürzen würde. Die einzige Hilfe kommt vom Windenführer, der den Gleitschirm mit gefühlvollem Seilzug sanft absetzt. Wir merken uns: im Sackflug niemals die Bremsleinen betätigen, nicht in Bodennähe ausklinken, Pendelgefahr, bei Sackflugneigung des Schirms Schlepphilfen verwenden. Schlepphilfen bestehen meist aus Gurtband und werden in den Beschleuniger der Tragegurte eingehängt. Sie verkürzen durch ein Umlenksystem die A-Tragegurte um einige Zentimeter, sobald Zug auf die Schleppvorrichtung kommt. Die Schleppklinke, in diesem Beispiel eine Seilklinke, wird direkt an der Schlepphilfe befestigt. Damit wird schon beim Anziehen des Schleppseils das Aufstellen des Schirms einfacher. Windenschlepphilfen beeinflussen nicht die Funktion des Beschleunigers, der unabhängig von der Schlepphilfe bei Bedarf zusätzlich bedient werden kann. Nach dem Ausklinken des Schleppseils wird die Schlepphilfe automatisch deaktiviert und der Schirm fliegt wieder mit der Normalfluggeschwindigkeit. Klinkenadapter erreichen zwar nicht die Wirkung einer Schlepphilfe, verbessern aber ganz allgemein das Schleppverhalten von Gleitschirmen. Der Adapter wird entweder zusammen mit den Tragegurten in die Karabiner eingehängt oder werkseitig schon fest mit dem Tragegurt vernäht ausgeliefert. Damit ist die Position der Klinkenbefestigung klar definiert und der Seilzug greift an den Tragegurten an und nicht am Gurtzeug. Im Prinzip können alle zugelassenen Schleppklinken verwendet werden, solange der Pilot mühelos die Auslösevorrichtung bedienen kann. Allerdings ist darauf zu achten, die Klinke mit einem Gummiband nach unten abzuspannen, um beim Ausklinken
oder bei einem Seilriss ein Zurückschnellen auf den Piloten zu verhindern. Der Klinkenadapter erleichtert das Aufziehen und verringert eine eventuell vorhandene Sackflugneigung des Schirms im Schleppbetrieb. Anbremsen in der Startphase oder zu schnelles Anschleppen durch den Windenführer können jeden Gleitschirm in Bruchteilen von Sekunden in den Sackflug katapultieren. Außerdem wächst die Gefahr eines Seilrisses, der in dieser Situation sehr kritisch wäre. Der Pilot muss auf einen Seilriss gefasst sein und darauf vertrauen, dass der Windenführer die Situation erkennt und sofort den Seilzug reduziert. Vorsicht! Kavalierstarts sind gefährlich. Flache Sicherheitsstarts verringern die Gefahr von Sackflug und Strömungsabriss. Klinkendefekte sind äußerst selten. Falls dennoch eine Störung eintreten sollte, fliegt der Pilot mit dem eingehängten Seil immer weiter auf die Winde zu. Der Windenführer wird spätestens beim Überfliegen der Winde das Seil kappen. Wenn der Pilot das gekappte Seil nicht ausklinken kann und kein stärkerer Wind weht, kreist er vor der Winde und legt das Seil in großen Schleifen auf dem hindernisfreien Gelände ab. Bei stärkerem Wind baut er die Höhe in Achten vor der Winde ab. Fehlklinkungen kommen von falschem Pilotenverhalten oder unsachgemäßer Befestigung der Schleppklinke. In diesem gestellten Beispiel löst der Pilot die Klinke mit dem Knie aus. Die Gefahr des ungewollten Ausklinkens besteht vor allem bei Spreizrohrklinken, wenn sich der Pilot zu früh oder zu weit nach hinten lehnt. Zu weiteren Störungen kann es mit zu dünnen Einhängeschlaufen kommen. Seitlicher Schleppseilzug führt zur ungewollten Öffnung des Schließhebels. Seilklinken haben den Vorteil der geringeren Masse und können, je nach Bauart, auch beidseitig ausgelöst werden. Einige Baumuster sind so konstruiert, dass sie auch bei Verwendung eines Rettungsgeräte-Frontcontainers einsetzbar sind. Das gleiche gilt für geteilte Gurtbandklinken wie dieses Modell. Für den doppelsitzigen Schlepp wurde der Auslösegriff mit einer Verlängerung versehen. Diese Modifizierung ist vorgeschrieben, da die Schleppklinke am Passagiergurtzeug befestigt wird und der Pilot den Auslösegriff ohne Verlängerung nur schwer erreichen würde. Start. Mit den heutigen Winden ist es in den meisten Fällen möglich, auch doppelsitzige Fluggeräte zu schleppen. Die Zugkraftvorwahl der Winde muss dabei in der Regel auf die höchste Stufe eingestellt werden. Da sich der doppelsitzige Schlepp in einigen Details vom normalen Schleppbetrieb unterscheidet, sind abweichende Verfahren und ergänzende Kommandos zu beachten. Der Pilot hat seinen Passagier bereits eingewiesen und das Team trifft die letzten Vorbereitungen zum Schlepp. Vor jedem Start ist die obligatorische Klinkprobe durchzuführen. Beim Doppelsitzerschlepp ist höchste Sorgfalt geboten, denn mit der größeren Masse sind auch größere Kräfte während des Schlepps wirksam. Zur Sicherheit wird der Passagier in die Startkommandos mit aufgenommen. Nächster Pilot, der Martin mit Passagier, auf Gleitschirm Doppelsitzer, Armwärterseil. Winde für Start, bitte kommen. Winde hört. Der nächste Pilot ist der Martin mit Passagier, auf Arkus Doppelsitzer, Armwärterseil.
Nächster Pilot ist der Martin mit Passagier auf Arcus Doppelsitzer am Verasan. Pilot, Passagier und Gerät startklar. Pilot, Passagier und Gerät startklar. Der Pilot überprüft nochmals Beinschlaufen und Aufhängung. Pilot und Passagier eingehängt. Pilot und Passagier eingehängt. Pilot und Passagier eingehängt. Seil anziehen. Seil anziehen. Seil straff. Seil straff. Seil straff. Vor dem Aufziehen achten Pilot und Startleiter auf freien Luftraum, Wind und freie Schleppstrecke. Fertig. Start. Das vom Piloten verwendete Gurtzeug sollte ihm ermöglichen, bei Bedarf Beinzeichen zu geben, wie zum Beispiel die Radfahrbewegung für schneller schleppen oder Beine grätschen zum Ausklinken. In der Ausbildung ist der doppelsitzige Schlepp eine gute Ergänzung zur Hangschulung. Der Fluglehrer kann im direkten Kontakt mit dem Schüler Flugpraxis üben und sofort die notwendigen Korrekturen geben.